So, hi und hallo mal wieder. Ja, ihr habt richtig gelesen und ja, ihr seht richtig. Endlich, ich habe so viele Kommentare gelesen, warum ich nicht das Lego Ninjago XXL Magazin Nummer 1 unboxe. Hab ich. Es gibt verschiedene. Ich habe sie angeboxt mit den Drachen. Ich habe sie angeboxt, wo 2 Figuren drin waren. Ich habe es angeboxt, wo das Auto sogar bei ist mit einer Lego Ninjago Figur. Ihr kennt die ganzen Videos. Und ich habe dazu geschrieben, das gefällt mir nicht. Aber weil das einige wohl nicht verstanden haben, habe ich es mir jetzt doch geholt und erkläre das doch mal. Also, ich besorge mir alles selber. Das heißt, ich habe keine Sponsoren, ich habe keine, die mir das zustecken. Ich gehe hin, kaufe mir die Magazine, kaufe die Produkte, die ich in meinem Kanal vorstelle. Das heißt, ich kann über alles herziehen, was ich will. Ab und zu mache ich das auch. Einige von euch finden das richtig gut. Und dieses Lego Ninjago XXL Magazin Nummer 1 finde ich nicht besonders. Warum nicht? 5 Euro. Genauer gesagt 4,99 Euro. Für eine Lego-Figur, den Ninjago in Grün. Nein, finde ich nicht gut. Deswegen habe ich eigentlich nie das Magazin angeboxt. Mit dieses Colipack Nummer 30534. Weil es ist nur eine einzige Figur drin. Okay, dem mit dem Drachen konnte ich was mit dem Drachen anfangen. Dem mit das Auto, jetzt weniger, aber ich konnte das Auto bei City mit einbauen. Aber hier, einfach nur, ihr kennt das, so eine Übungsfigur. Auch die braunen Steine, die brauche ich nicht. Deswegen hatte ich eigentlich nie dieses Magazin angeboxt. Ich habe es auch immer wieder mal erklärt, aber einige von euch haben es vielleicht nicht verstanden. Wie gesagt, ich kaufe alles selber auf meinem Kanal. Deswegen boxe ich es an und läster darüber oder ich freue mich oder ich sage, es ist gut. Deswegen hatte ich eigentlich dieses Magazin niemals geholt. Aber jetzt, weil einige nicht das verstanden haben, habe ich mir gedacht, bevor ich immer wieder weiter das lesen muss, machen wir doch das Lego Ninjago XXL Magazin Nummer 1. Es gibt nämlich verschiedene Nummer 1. Da ist immer ein anderes Colipack drin. Wie gesagt, hier ist das Colipack Nummer 30534 mit dem grünen Ninjago. Okay, eine Halterung und das Ding, was ich absolut nicht eigentlich für den Preis fair finde. Und deswegen hatte ich es nie eingeboxt. Aber nichtsdestotrotz, jetzt habe ich es, jetzt boxe ich es an. Jetzt schauen wir aber erstmal in das Magazin drin rein. Und jetzt wisst ihr auch teilweise, warum ich einige Magazine meide. Ganz einfach. Da ist es mir dann einfach das Geld nicht wert, dafür das Geld auszugeben. Einige wiederum ja, weil ich eben Lego-Figuren sehr viele habe und auch sammle, das wisst ihr ja. Aber wo ich eben den Preis unfair finde, dann mache ich das einfach nicht. Oh, das ist ein XXXXXXXXXL-Poster. Das ist ja richtig cool. Das ist ja richtig gewaltig. Also, das passt ja jetzt, aber einige werden das Magazin ja schon haben. Ist ja schon etwas älter. Aber jetzt hat es mein Zeitschriftendealer eben noch mal gehabt. Habe ich mir gedacht, jetzt reicht es mir, jetzt kaufe ich das, dann brauche ich die Kommentare nicht mehr lesen, warum ich das nicht mache. Einmal habe ich es beantwortet, warum. Preis-Leistung gefällt mir nicht. Aber einige haben wohl dann das überlesen oder gar nicht mehr auf die alten Filme reagiert. Wie gesagt, ich habe alles schon angeboxt, auch den fand ich auch richtig cool, aber das Auto weniger. Aber man kann ja aus das Auto diese Figur machen. Ach, hier ist sie noch. Wollt ihr sagen, ich habe sie immer noch hier stehen. Sieht auch richtig witzig aus. Aber was ich jetzt gerade gesehen habe, nicht nur diese Figur, auch diese Colipacks, die ich meine, einmal mit diesem Drachen, richtig witzig, und einmal mit diesem Drachen. Ja, da fand ich noch Preis-Leistung
Stimmt. Dann gab es ja noch mit die zwei Ninjago-Figuren drin, habe ich auch noch, habe ich aber wieder zurück in Tütchen gepackt. Die habe ich hier als Diorama mir zusammengestellt. Deswegen habe ich sie eigentlich alle drei noch hier. Aber nichtsdestotrotz öffnen wir jetzt mal das Polypack. Ha, Nummer 30534, was ich mir eigentlich nie holen wollte. Weil, wie gesagt, ich finde, Preis-Leistung stimmt in das Tütchen nicht. Einige sagen jetzt, doch, es ist die grüne Ninjago-Figur wegen dem Druck. Die gibt es sonst nirgendwo anders. Ja, der eine mag es, der andere nicht. Der eine findet es gut, der andere nicht. Ich bin eben der nicht. Und sage es auch, ganz ehrlich. Aber jetzt schauen wir mal, ob ich das vor die Kamera jetzt ganz schnell zusammenbauen kann. Die ersten Schritte sind ja ganz cool. Ups. So, denn die eigentliche Ninjago-Figur ist natürlich nicht schlecht. Ist eine Ninjago-Figur, wollen wir sagen. Sie ist einfach nur. Die gefällt mir. Ist nichts auszusetzen. Der Druck ist auch richtig schön. Hat was. Aber eben das Drumherum. Das meine ich eben, das ist eben, man muss es mitbezahlen und ich kann es nicht gebrauchen. So, dann kommt der goldene, ist dieser hier, dann wird das Ganze umgedreht, dann kommt ein schwarzer. Wo der schwarze, ne, da ist er, der grauliche, da durchgesteckt und zweimal grün. Einmal, zweimal schwarze Querstück und diese Zange, da ist er. Die wird jetzt hier dran gemacht. Autoreifen. Jetzt mal eben schauen. Autoreifen und dann ist da so ein. Müsste. Was? Dieses schwarze Teil. Ach, da ist noch eins drinne. Da hätte ich jetzt lange suchen können. Ihr habt's gehört. Schnelles Zusammenbauen, wieder was runtergefallen. Schon lange nicht mehr passiert. So, und das kommt dann hier rein. Ihr seht es, man kann es drehen. Andere Seite, große Scheibe, die zwei Dreier drauf, also die Querstücke meine ich damit. Eine kleine braune Runde. Der große, die grauliche, runde, flache. Ja, das sind alles Bauteile, wie ich finde, die einfach bezahlt werden, die man anschließend irgendwie, ja, ich weiß es nicht, gebrauchen kann, weil ich kann sie wirklich definitiv nicht gebrauchen. Das ist einfach so. Jetzt kommen natürlich überall die Hände davor. So, tut mir leid, dass es etwas länger wird, aber ihr wolltet es so. Dann bekommt ihr es auch. So, jetzt seht ihr selber, das ist jetzt einfach nur die Kampfübungspuppe, wenn man da vorhaut. Kämpft sie. Dann die Ninjago-Figur, die kann man jetzt so da drauf stecken und einfach so hin und her, wenn sie das Schwert hat, bewegen, also dass damit kämpft. Und das finde ich absolut, dass ich sehe es jetzt selber, es geht, aber ich kann diese Steine nirgendwo verwenden. Das Einzige wirklich, was ich verwenden kann, ist die oder der grüne Ninjago. Also, wie gesagt,
Das ist jetzt das Colipack mit der Nummer 30534, was mir persönlich nicht gefällt oder nie gefallen hat. Deswegen habe ich das Lego Ninjago XXL Magazin Nummer 1 mit dieses Colipack nie angeboxt. Die anderen ja, weil es gibt ja mehrfach die Nummer 1. Und das wollte ich jetzt nochmal gesagt haben, wenn ich bestimmte Magazine nicht anboxe, dann gefällt mir einfach nicht Preis-Leistung. Diesmal habe ich es gemacht, um nochmal zu erklären, wo ihr natürlich was sicher und bequem bestellen könnt von Lego Ninjago, verlinke ich unter dem Video. Ansonsten war es das mal wieder und sage ich deshalb, wie immer, bis demnächst, guckt hin und schaut zu.